hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Provisorium hier, was ich die ganze Zeit zum Anzeichnen meiner Spanplatten verwendet habe, fliegt jetzt in den Müll. Ich werde heute mal ein kostengünstiges und vor allem schnell zu bauendes Streichmaß bauen. Und wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, bleibt einfach dran, weiter geht's nach dem Intro. Ja, ich würde sagen, wir legen dann einfach los. Ich zeige euch erstmal, was er für Material braucht. Das ist in dem Fall relativ überschaubar. Soll ja auch nur ein einfaches Streichmaß werden. Ich habe mir da im Internet so ein Metalllineal besorgt. Das ist ca. 1 mm stark aus Edelstahl. Und ja, das kriegt er, wie gesagt, im Baumarkt oder im Internet für ein paar Euro. Dann braucht er zwei Holzschrauben. Zwei Holzklötzchen, da habe ich jetzt Siebdruckerplatte verwendet, da könnt ihr aber auch jedes anderes Holzmaterial verwenden, ist eigentlich Abfallholz. Und dann braucht er noch eine metrische Schraube mit einem sechseckigen Kopf und einer dazu passenden Flügelmutter. Mehr ist es nicht, der Materialbedarf, der ist wirklich sehr überschaubar. So, das Stahllineal soll ja dann später hier so eingepasst werden, zwischen die zwei Holzklötzchen, dass es hier so verschiebbar ist. Da brauchen wir jetzt hier in der Mitte in dem Holz eben eine kleine Ausfräsung, eine Aussparung, wo genau die Maße von dem Lineal hat. Die Aussparung darf nicht ganz so tief sein, wie das Lineal stark ist, weil sonst wird sich das Lineal leider nachher nicht mehr befestigen lassen und wird hier frei, also durchrutschen. Ja, ich zeichne mir das jetzt hier mal an, genau in der Mitte, und dann werden wir mal die Aussparung machen. Also bei der Aussparung, da müsst ihr jetzt wirklich sehr genau vorgehen beim Anreißen, sodass das Lineal nachher kein Spiel hat in der Aussparung. So, und die Aussparung, die ich jetzt hier angezeichnet habe, die werde ich jetzt mit einem Stemmeisen leicht herausarbeiten. Wie ihr sehen könnt, passt das Lineal exakt in die Aussparung, hat kein Spiel. Dann müssen wir jetzt noch drei Löcher bohren und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. So, die Schraube muss ja hier versenkt werden und arretiert werden, sodass es sich nicht mehr mitdrehen kann. Ich werde jetzt hier noch ein etwas größeres Loch vorbohren auf die Tiefe von dem Kopf von der Schraube und dann wird sie eben versenkt. Ich messe jetzt hier gerade mal, wie breit die Schraube oben ist. Das wäre 1 cm. Das heißt, ich werde mit einem 8er Bohrer jetzt vorbohren und den Rest werde ich dann mit einem Hammer hier einschlagen,
sodass es quasi sich nicht mehr mitdrehen kann. Das Ganze jetzt hier noch montieren und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ja, hier haben wir jetzt dann eben das fertige Streichmaß. Ich zeige es euch gerade mal. Ich glaube, zur Funktion muss ich euch nicht viel erklären. Da wird einfach hier die Länge, die man aneisen will, wird hier angelegt. Vorne am Holz bündig. Dann kann man es an dieser Flügelschraube arretieren. Und dann kann man es eben, wie gesagt, hier auf dem Holz dann aneisen. Ja, also es ist ein relativ einfaches Werkzeug. Man braucht es aber auch relativ oft. Und ich denke, ihr könnt euch das jetzt für ein paar Euro ganz einfach selber nachbauen. Ich persönlich brauche es halt relativ oft, wenn ich an meinen Schalungen die Bohrung anreiße. Da brauche ich eigentlich immer 0,8 cm. Ja, wie gesagt, jetzt kann ich auch andere Längen anreißen und brauche nicht mehr die Schablone, die ich mir da gemacht habe. Das wäre es dann für heute schon wieder gewesen. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Meinen Kanal abonnieren und ich würde sagen, beim nächsten Mal bauen wir wieder mein kleines Möbelstück. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao!